Was hier nach schlechten Nachrichten für alle Bayern-Fans aussieht, hat einen ausschließlich positiven Hintergrund. Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka wirbt mit gutem Beispiel und seinem Namen für die Kampagne Missing Type. Erst wenn's fehlt, fällt's auf. Dabei verzichten prominente Marken und Botschafter rund um den Weltblutspendertag am 14. Juni eine Woche lang freiwillig auf die Buchstaben A, B und O in ihren Namen. Diese stehen für die dringend benötigten Blutgruppen A, B und 0 und sollen das Bewusstsein für die lebenswichtige Notwendigkeit von Blutspenden stärken. Also jeden Tag benötigen wir in Deutschland 15.000 Blutspenden, um einfach die Versorgung der Kliniken in Deutschland sicherstellen zu können. Ohne diese Blutspenden wäre Model und Autorin Gela Allmann heute nicht mehr am Leben. 2014 stürzte sie bei einem Fotoshooting in den Bergen 800 Meter in die Tiefe. Sie überlebte dank einer spektakulären Rettung und gespendetem Blut. Heute hält Gela Allmann Motivationsvorträge und ist offizielle Botschafterin der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes. Ich hoffe einfach, dass Missing Type ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Awareness schafft und Leute darauf aufmerksam werden, dass Blutspenden echt Leben retten können. Dieser Botschaft haben sich Spitzensportler aus unterschiedlichen Disziplinen angeschlossen. Sie werben mit ihren Vereinswappen und sogar mit ihrem Namen für die Missing Type-Kampagne des DRK. Ich glaube, als Sportler fühlt man sich manchmal unsterblich. Und man merkt erstmal, wenn es zu spät ist, dass man auch schnell getroffen werden kann. Ich glaube einfach, dass ich in einer Position bin, wo ich viele Menschen erreichen kann. Deswegen war für mich relativ schnell klar, dass ich dabei bin und helfen möchte. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo jeden von uns betreffen kann. Deswegen finde ich solche Kampagnen sehr, sehr wichtig und auch gut. Nach einer Woche kehren die fehlenden Buchstaben von Missing Type zurück an ihren Platz. Bleibt zu hoffen, dass fehlende Blutspenden danach kein Thema mehr sind.